So, ein herzliches Willkommen. Weiter geht's direkt mal hier mit WWE 2K20. Also, wir machen die Karriere nochmal weiter. Ich habe jetzt gerade mal von Muse den Song rausgeschmissen. Da habe ich nämlich gesehen, dass der auf YouTube dazu geführt hat, dass mir das Video komplett weltweit gesperrt wird. Ich habe es dann jetzt bei der Aufzeichnung, ich habe zum Glück die Datei noch da gehabt. Hab's dann jetzt soweit stumm geschaltet nochmal und nochmal neu dann hochgeladen. Jetzt ist es zumindest anschaubar. Beim Rest, wie gesagt, ist halt Werbung drauf durch die ganzen Musikstücke. Wenn euch das stört, Adblocker anmachen. Würde ich sowieso fürs Internet empfehlen mittlerweile. Gut, ich hoffe mal, dass jetzt nicht noch mehr von den anderen, Videos dazu oder von den Songs dazu führen, dass mir das dann komplett gesperrt werden sollte auf YouTube. Wie gesagt, wenn Werbung drauf ist, das stört mich nicht. Also stört mich schon, aber da muss ich halt mit leben oder da kann ich dann notfalls mit leben. Aber wenn das Video komplett gesperrt wird, ist halt doch nervig. So, dann genau, schauen wir doch einfach mal, was es dann hier noch gibt. Stimmt, ich könnte auch mal die ganzen Einzugsmusik-Dinger reinholen und mal gucken, was davon dann eventuell gesperrt werden sollte. Vielleicht mal einfach mal so ein Probe-Upload. We battled each other in just about every type of match, except for one that also happened to be on the list. Wrestle in a crybaby match. And since you had the first and only crybaby match with Razor Ramon back in the day, this was the perfect time to cross it off. Okay, X-Pac, dann schauen wir doch mal, was das wird. Tickets go on sale for next month's event this Wednesday. This show sold out in 5 minutes, so good luck getting one. So, ich hatte auch mit dem am Entrance zumindest schon mal was umgestellt gehabt. Das hat, glaube ich, funktioniert. Ich wollte dann noch ein bisschen von den Ring-Moves umstellen jetzt so zwischendurch. Aber da müsste ich mal gucken. Ich glaube, das hat da nicht gespeichert, weil mir das Spiel dann abgestürzt ist. Allerdings habe ich auch nicht mehr so genau im Kopf, was da alles mit dabei war. Kommst du noch mal rein? Ja, geht doch. Any fans wearing wrestling masks must remove their masks first. We need to see your face to check your ID, people. Ach was, das halte ich für ein Gerücht. Ja, bisher läuft es doch schon mal ganz gut. Wir kriegen ihn hier ordentlich klein. Und ab in die Ringecke rein. So, das hast du dir so gedacht, ne? Nicht mit mir, Kollege. As always, we ask you to please clean up after yourself. If you don't, we'll have to hire a cleaning crew and raise ticket prices. And nobody wants that. Das stimmt allerdings. Das ist halt auch nicht so das Wahre. Na gut, da haben wir dich schon einigermaßen platt hier. So, dann einmal auf den Turnbuckle. Hoch, bitte. Das geht doch bestimmt schief. Ja.
to the master. So seen that before. Okay, dann haben wir jetzt, was haben wir jetzt hier abstreichen können? Coole Wrestling-Namen ausdenken. Achso, in einem Crybaby-Match kämpfen. Ja. Das wäre es dann auch soweit gewesen. Na gut, weiter geht's. Ich werde aber, glaube ich, tatsächlich mal die Musik ein bisschen lauter machen. Ich glaube, das ist mir neulich schon aufgefallen, dass die relativ leise war. No way I was gonna let that happen to me again. Maybe it'll teach him to stop putting ridiculous things on our list, but probably not. Hey, this isn't public knowledge yet, so keep it on the DL. But WWE is going to be holding an all-women's tournament later this year. That's amazing. Yeah, they're calling it the Mae Young Classic. Triple H asked me to keep an eye out for talent. So I'll be watching your match tonight against Candice LeRae. Don't hold back. I never do. Oh, this stuff's all in my eyes. I can't see. I think I'm going blind. I don't know why he's so cranky. I fed him and changed his diaper. Any chance you can babysit during my match? Ja, wie gesagt, ich hatte es ja im letzten Mal schon gesagt, so ist vielleicht doch ein bisschen zu sehr auf Slapstick hier rübergebracht worden. Hallo Wolinchen, willkommen. Okay, dann mal gucken, ob du hier ein bisschen was erreichst. Update on the collapsed crane situation. It still sucks. Both sides of the 405 remain closed. If you don't live nearby in the valley, you might as well sleep in your car. If it hasn't been broken into. Das sind ja wunderbare Aussichten hier. Also die neuen Entrance scheint übernommen zu haben. Ich glaube, die neuen Moves, die ich eingestellt habe, leider nicht. Aber gut, muss ich dann zwischendurch nochmal machen. So, das kannst du gerade mal knicken. Schade, komme ich nicht hin. Aufgabe-Moves.
Genau, das wie beim letzten Mal, glaube ich, auch. Just a not so friendly reminder, there is no smoking allowed in the building. If we get fined, you pay it. Plus it's worse. Okay, aber dann, ich glaube, sie kriegen wir dann auch einigermaßen durch. Hoffe ich mal. So, gute Nacht. Gehen wir mal ein bisschen hier draußen an den Ring ran. Beziehungsweise außerhalb vom Ring ein bisschen rumbasteln. Schaden ganz ehrlich, die Zuschauer freut's. Aua. So, noch ein DDT. FYI, we've gotten requests to do birthday announcements and the answer is no. Au. This isn't a baseball game, people. Oh, das könnte jetzt knapp werden. Komm, rauf, bitte. Wieder einmal aufstehen. So, und jetzt bitte rein. Ja. War echt nicht so ohne. Aber gut, jetzt kriegen wir noch ein bisschen was ab. Dafür gibt es halt ein bisschen hin und her. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. So, jetzt sind wir mal wieder dran. Ja, da ist sie noch nicht geschädigt genug. Das war auch zu erwarten, dass sie da nochmal rauskommt. Dafür gibt es jetzt noch... Oh. Ah, wir haben aber langsam... Hey, willst du dich verziehen? Das hat gesessen. Sehr cool. Richtig coole Moves drauf, meine Liebe. Au. Nein, nein, komm schon, ist okay. So geht's halt auch. Seriously, please leave our celebrity guests alone. They know you're big fans of their movies and TV shows. Just let them watch the match. Ah, das glaube ich. Dann können wir jetzt langsam das Ganze mal zu Ende bringen. Oder auch nicht. Die aber aus dem Finisher rauskontern, wie fies. Aber ja, soll der mal fürs Erste gereicht haben. Wie gesagt, du kommst hier voran, unser Typ leider überhaupt nicht. Der macht sich mit jedem Match irgendwie lächerlicher. Look, you two are great. So I wish I could recommend you both for the Mae Young Classic, but Hunter said they're only looking to fill one spot right now. You're really milking this decision. Get it? Because the crybaby match earlier? I've been hanging out with Trey too much. Please, continue. I'm gonna have to recommend Candace. She's been doing this for over 15 years. Red, you've got a ton of potential, but you don't have anywhere near that kind of experience. Yeah, totally. I get it. Thank you so much for this opportunity. I'm sure we'll see each other again in the future.
Like he said, I've been doing this a really long time, and you're one of the best I've ever seen. And you're only gonna get better. I appreciate that. I gotta go call my husband and tell him the good news. No guarantees, but I'll definitely keep you in mind if WWE ends up doing this tournament again. Give me your contact info before you leave tonight, okay? I will. Thanks. Hey, I overheard what Xbox said. This is just a bump in the road. And tonight wasn't a total loss. At least I get to cross off wrestle in a crybaby match. Give me that. Ugh, it smells like butt sweat. I told you not to keep the list in your tights. Cost of doing business. Win Mae Young Classic Tournament. See if you can air that out. Ja, ich muss sagen, es wird doch. Die Listen werden immer besser. Wir können nach und nach Zeug abstreichen. Zwar nicht unbedingt tolle Sachen, aber wir können Zeug abstreichen. As our indie journey continued over the next couple of years, we got to have matches in a lot of cool places. But the one that stood out most was when we got to do a special show back in our hometown. You've got to be kidding me. And we thought our head couldn't get any bigger. You know what? I'm not gonna let a stupid sign ruin this for us. Let's go. This was our chance to show our friends and family just how far we had come. Well, at least our friends. So, ja, ich denke mal, dass der, dass unsere Eltern oder beziehungsweise seine Eltern nicht unbedingt kommen werden. Also unsere Eltern, das ist ja unser alter Ego, plus minus. Okay, dann haben wir eine ganze Menge neue Nachrichten, wie das hier aussieht. Achso, das hatten wir ja alles schon. Hatten wir das schon? Hey, you got both of us here. I know we haven't spoken in a long time, but we saw a flyer at the grocery store that said you're coming to town for a show. We'd really like to come see what you do, Denver, and maybe it'd be our chance to put everything that happened behind us. We don't want to make a scene or anything, so if we don't hear back from you, we won't come. Screw that. I'm going either way, Frank. Honey, we can't do that. Maybe he wants his space. But giving him his space while we thought he was at school is what got us into the situation to begin with. We should have been watching that kid like a hawk. How do I delete the message? Damn it! Anyway, if you want to see us at the show, call us back, son. Or don't. I'm coming either way. Okay, das war dann natürlich neu. Das hatten wir, glaube ich, schon, ja. Okay, und was mit Ballman? Hier ist ein alter Mathelehrer, Mr. Ballman. Kannst du mir zwei Tickets für dich heute Abend beiseite liegen lassen? Du weißt ja, was die Lehrer verdienen. Ah ja. So, dann können wir hier aber tatsächlich noch ein paar Punkte ausgeben. Was ist das denn? Eckangriff im Lauf. Ja. Klingt schon mal nicht schlecht. Können wir ja mal angehen. Was haben wir da? Giftnebel. Als Heal ist das, glaube ich, nicht schlecht. So, wo war ich denn sonst noch? Genau, das mit dem Leiter brauchen wir nicht unbedingt. Payback verstärken. Ja, Moment noch, vielleicht kommt ja noch ein bisschen was. Aber ich habe eh das Gefühl, dass die Mittwochstreams generell ruhiger sind. Wahrscheinlich, weil dann andere Sachen parallel sind, wo er die Spielerauswahl halt nicht so anspricht. Das kann natürlich auch sein. So, Leiter Finisher. Ja, ja, genau. Mehrere Attitude Adjustments machst du.
Ist das dann nur der Attitude Adjustment? Scheint aber fast so. Charged Fury sieht auch noch gut aus, aber wir haben eh gerade keine Punkte mehr, zumindest vorerst. Wo will ich denn dann mal hingehen? Techniker? Vielleicht nicht unbedingt. Horb und Busten Crap. Klingt aber witzig. Rauswurf. Ja, vielleicht gehen wir da mal hin. Tiefschlag. Ah ja, guck mal. So, da haben wir dann beim nächsten Mal direkt zwei Sachen, die wir uns schnappen können. Gut, wie gesagt, das mit den, mit den Sachen anpassen mache ich tatsächlich mal zwischendurch, also mit den, jedes Moveset. Oder wir können mal vielleicht gerade kurz reingucken. Das ist halt auch so eine Sache, das ist halt echt eine ganze Menge gesperrt, leider. Von daher... Oder hat er es doch gespeichert? Powerbomb, Meteor Press. Naja, so viel ist halt hier nicht. Tatsächlich. So, nimm das mal. Double Finisher. Achso, das haben wir auch noch nicht. Ja, so viel war, glaube ich, auch gar nicht. Ich glaube, ich hatte hier ein bisschen... Hier beides mal eine Powerbomb. Naja, wird sich zeigen. Ach ja, stimmt. Ich habe schon wieder meine Anzeige hier nicht, wie stabil der Stream läuft. So, jetzt sollte aber wieder alles passen. Genau, das wär's soweit. Ich glaube, mit ihr können wir im Moment noch nichts machen, gerade. Ah ne, doch, wir können tauschen. Ich dachte gerade schon, sie müssen wir auch noch leveln. So, meine Liebe. Hast du was an neuen Nachrichten? Ich habe gehört, wir kämpfen heute Abend vielleicht. Ich weiß, das ist deine Heimatstadt, aber ich glaube nicht, dass ich deshalb schonen werde. Ich habe gehört, du bist wieder in der Stadt für eine Show. Ich werde dort sein. Treffen wir uns nachher, wenn du Zeit hast. Ich habe dich ja ewig nicht mehr gesehen. Ja, ist halt immer die Frage, ob die dann auch wirklich so... so gut laufen, die Treffen, die man halt so nach etlichen Jahren hat. Hatte ich ja sicher auch mal, wo ich, als ich damals einen ehemaligen Klassenkameraden nochmal getroffen hatte, vor 2 Jahren. Und dann auch so, ja, lass uns mal wieder öfter treffen und so. Und ich melde mich auf jeden Fall. Und dann kam halt nie mehr wieder was. Aber auch nichts, wo es unbedingt schade wäre drum. So, bei dir können wir halt auf jeden Fall... Was ist das? Leverage Pin. Ja, das ist, glaube ich, nicht schlecht.
Wo habe ich denn sonst noch was? Publikumsliebling. So, Tiefschlag lassen wir bei dir halt mal weg, aber vielleicht gehen wir wirklich mal Richtung Publikumsliebling. Gibt's Tee bei dir? Oder Suppe? Autofinisher. Klingt ja auch ganz witzig. Ja, wenn da mal ein Käfigmatch kommt. Tankbonus. Für einen Buckel freilegen auch nicht so unbedingt. Entkommen ist vielleicht ganz gut. Damit hätten wir auch hier wieder alles aufgelevelt soweit. Ja, nee, wie gesagt, bei mir war, also das war tatsächlich bei uns im Heimatdorf bei meinen Eltern, als wir da nach Weihnachten mal spazieren waren. Und dann war er, glaube ich, auch seine Oma oder so besuchen. Und lief dann auch gerade noch durchs Dorf. Ja, und wie gesagt, so mit den anderen habe ich halt immer noch regelmäßig Kontakt. Also mit denen, die noch da sind. Und das klappt eigentlich ganz gut. Und dann habe ich auf dem Geburtstag neulich ein paar wieder getroffen. Das war tatsächlich aber ganz witzig. Auch wenn es irgendwie nur so einmal im Jahr ist. Na gut, fahren wir mal zur Highschool und schauen, was das wird. So what happens if your parents show up tonight? First of all, as far as I'm concerned, they're not even really my parents anymore. But if they did show up, then security can deal with it. I'm not gonna let anyone pick and choose when they want to have my back, especially now that I'm having a little bit of success. But you haven't talked to them since Calgary, which was like 4 years ago. Maybe it's time you give them another chance. Another chance to tell me I'm wasting my life and that I'm never gonna make it? Sorry, I don't need that. Besides, I paid them back their money, so the way I see it, we have nothing to discuss. Hey, I'm not shelling out an extra 20 bucks so you two can have a therapy session. I handed her the wrench, if that counts. Also, were you listening to our entire conversation? Hey, I get it. We've all got drama in our lives. I mean, look at me. Last year, I put on a mask and attacked my former protege, Buzz, costing him a shot at WWE. Then he wouldn't return my phone calls or texts for like a year. No one wanted to work with me, and BCW folded. But then I stuck up for Buzz to AJ Styles. And the next thing you know, I'm in Buzz's corner at WrestleMania, and now I'm in the process of rebuilding BCW. That's a lot of very specific information. Yeah. What's your point? My point is, I turn chicken crap into chicken salad. And that's what I can do for you two if you sign exclusive deals with me and become cornerstones of the new BCW. Ach, wir können es tatsächlich auch entscheiden. Okay. Sollen wir unterschreiben oder eher ablehnen? Ich habe ja so meine Zweifel, dass das was wird. Wenn wir es versuchen können, was ja mal. Ich meine, viel schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr werden. die Frage ist, wie sehr uns das aufhalten wird.
Eventuell ist das nächste Match ja dann das, was uns groß rausbringt. Was ich aber auch noch ganz interessant finde, das ist, glaube ich, auch relativ akkurat, was hier gezeigt wird. Also gerade bei den Indie-Wrestling oder auch bei den kleineren Wrestling-Veranstaltungen oder wenn du halt noch nicht so groß rausgekommen bist, ich glaube, da sind tatsächlich die Wrestler selber dafür verantwortlich, den Ring aufzubauen, mehr oder weniger zumindest. Von daher, ich glaube, das ist tatsächlich relativ, also was ich also von damals, als ich das noch alles aktiver verfolgt habe, mitgekriegt habe. Wie gesagt, ich traue ihm ja nicht so wirklich über den Weg. Ich glaube, wir lehnen es mal ab. No thanks. Yeah, we're good. Your loss. Because FYI, I am this close to getting Cole Quinn on board. Big things are happening. Hey, speak of the handsome devil. Let's go talk numbers, shall we? Slow your roll, Greeny. This guy. I feel like we really dodged a bullet there. More like a cannonball. That guy's a total nightmare. And here comes another one. What is she doing here? Holy crap, is that hothead Red and Trey? You two picking up some extra work to make your trailer payments, or is this some kind of prison work release program? It's just Red now, and we're wrestling tonight. And also, we don't live in trailers. We stay in hotel rooms that have microwaves, which seemed a lot more impressive before I said it. Wait, you actually became pro wrestlers? And I get to see your uncoordinated bodies flop around this ring tonight? She's got good lungs. Of course I do. I'm an elite MMA competitor. If you haven't heard, the American hero, Brooklyn Von Braun, is undefeated. More like American Zero. What's that? Nothing. You realize Kurt Angle's already known as the American hero, right? You probably should ask him for permission to use his nickname like Ronda Rousey did with Rowdy Roddy Piper. Kurt Angle? Never heard of him. If anything, he should ask me permission to use my name since I'm way more famous. I'll chat with my lawyer about it. Thanks for the heads up. Why are you here? You're obviously not a pro wrestling fan. No. Gross. There's a ceremony after your stupid show to rename the gym in my honor. The town sign wasn't enough? It wasn't. I actually wanted it bigger. Couldn't you have picked any other night to do this? Do you think I chose to share my special night with a professional wrestling event? That'd be like eating a giant bowl of turd soup before having the best steak of your life. I have a loaded schedule, and tonight was my only avail. How much longer would it have taken to say availability? I told you, I'm busy. Every second counts. I've already wasted way too much time talking to you carnies. I'll have you know, we've wrestled at several carnivals, and their employees are some of the finest people around. Other than that Tilt-A-Whirl operator who bit me when I asked him what time it was. There's always exceptions. Cool story. Looking forward to seeing you tap again tonight, Red. You know, just like old times. Whoa, 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 whoa. You could kill someone with that. I know, that's the point. Don't let her get under your skin and ruin our night. We'll do our thing, and then she can do her stupid gym dedication. It'll be totally separate. I'm sure we won't even notice her. Wahrscheinlich nicht. Ganz wahrscheinlich werden wir sie nicht bemerken. Genau darum geht's ja. Naja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, sie scheint ja ein bisschen was hinzukriegen. Bei unserem Charakter bin ich mir da noch nicht so sicher. Mal gucken, ob sich das irgendwann ändert oder ob der wirklich bis zum Ende des Karrieremodus halt der trottelige Verlierer bleibt.
Na gut, wie gesagt, die einen Züge lasse ich mal zumindest am Anfang jetzt mal ein bisschen laufen. Negotiations with Cole Quinn to sign a long-term exclusive deal with BCW. Aber mal gucken, wie wir es dann später durchwechseln. So, Kollege. Du scheinst jetzt ziemlich aufs Kontern spezialisiert zu sein. BCW is on its way back. I may have had to sell my parents' cemetery plots to help fund the relaunch, but I know this is going to work this time. You have my word, Mom and Dad. Okay, wir können auch irgendwie nicht wirklich hier raus kontern. I got a call from Buzz the other day and he is doing great. You hear that, Trey? I have big time connections in WWE. That's what you're missing out on. So, einmal raus mit dir. Ich glaube, das hatten wir auch gerade geskillt beim letzten Mal. Und diesmal gibt es tatsächlich keine großartigen Voraussetzungen. Special shout out to all of Red and Trey's friends and family in attendance tonight. And sorry about not being able to let you in for free, but hey, I'm running a business here. So, wenn haben wir jetzt mal einen Angriff mal durchkriegen, einen mal wegblocken können. Aber wir werden direkt wieder ausgekontert. Hatten wir doch schon hier den Angriff. Na komm, hoch mit dir. I want to thank the high school for letting me run this show tonight without a down payment. I promise, I'm good for it. Jetzt kriegen wir halt doch ziemlich was ab. Ja, ich glaube, das können wir klicken. Oder? You hit up the merch stand at intermission, where I'll be selling actual pieces of the mask I wore last year when I attacked Buzz. Ja, guck mal, jetzt haben wir ein bisschen Zeit hier mal gegenzukontern. Dann gibt's jetzt hier mal ein bisschen, oh, das ist direkt ein Comeback kriegt und ein Ellbogen rein. Congrats again on your big homecoming show, Red and Trey. Dankeschön. Nothing will ruin your big night. Ah, ich habe da so meine Zweifel. Der hat bestimmt irgendwas geplant, weil wir ihm abgesagt haben. Dann komm. Oh, du konntest noch nicht mal raus. Sehr cool. Wahrscheinlich aus dem Finisher dann, aber. Just a reminder to stick around after the show for a special ceremony where the gym will be renamed for up-and-coming MMA star, the American hero, Brooklyn Von Braun. So, ich glaube, she'd be interested in signing with BCW. Ja, ab da bitte oben. So, mal gucken, ob das reicht. Jawohl, wir haben ein Match gewonnen. Sogar ohne irgendwelche Slapstick-Probleme. Vielleicht wird es ja doch was, dass er langsam mal seinen Trottelfaktor ablegen kann. Can't stop, won't stop, get guap. 10 white toes and them toy flip-flops.
Gut, da bin ich mal gespannt, was das jetzt für ein Kampf mit Pam wird. Wahrscheinlich aber auch nicht so wirklich rund. Schauen wir mal. Okay, wer auch immer das ist, Josie Jane. Ah ja. Ist ja doch gut, dass wir sie dann entsprechend umbenannt haben. The American Hero, Brooklyn Von Braun, taking over on commentary for this match. Commence the flopping of uncoordinated bodies. Ah, diesmal mal bei ihr dann, scheinbar eine Zwischensee oder ein. Ja, ein geskriptetes Ereignis, sagen wir es mal so. Ja? Gefällt dir das? Bisschen den Rücken massieren? If everyone closes their eyes and just listens to the sweet sound of my voice, I promise the misery will soon be over. Stimmt, ja genau, wie so Bild. Ihr habt ja den Leverage-Pin freigeschaltet. Na, ich denke mal später werden wir das nochmal nutzen können. So. Das hat auf jeden Fall schon mal gesessen. They say the eyes are the windows to the soul. Well, if I were you, I'd close your eyes unless you want your soul crushed from watching this manure. Na, ich weiß ja nicht. Im Moment kommen wir doch noch ganz gut hier mit ihr zurecht. So, das hat schon mal gesessen. Dann haben wir dich schon mal relativ rot. Dann ab in den Ring mit dir. Wir gehen mal schnell hinterher. Und hauen, glaube ich, noch ein DDT oder irgendwo. Oh, was hinterher. So nicht, Mädel. Make sure you stick around for the gym renaming ceremony later tonight. Au. It will help cleanse your palate of whatever this is. Ouch, ouch, ouch. So, das kannst du jetzt aber mal knicken. Jetzt gibt es erstmal ein Finish, ein Signature Move. Ja, Standardschlag machen wir auch. Ich will erst den Finisher noch anbringen. Josie? Josie! Josie! Josie!
Josie! This reminds me of our high school dances. A gym full of people all staring at Red saying, what are those moves? Hey, if you want to keep running your mouth, then come over here and do it to my face. Excuse me for trying to entertain these people. Because you certainly weren't. Red acts so tough, but the moment you get her in a submission hold, she gives up immediately. In fact, she's been tapped more than shoulders! Yes, it's finally over. And best of all, Red lost, just like I knew she would. Now we can move on to the real reason everyone's here. The renaming of the gym in my honor. Na toll, das ja, war aber auch zu erwarten, dass sie uns da mal dazwischen funkt. Unschön, aber so ist es halt. Nicht ablenken lassen. Besser verstrickt als erstickt, das passt schon. Being in this gym brings back so many memories. I won my first amateur match here. I broke barriers and records here as the captain of the otherwise all-male wrestling team. I qualified for states here. I dominated gym class dodgeball here. I won prom and homecoming queen here. I once saved Mr. Durkis from choking on a hot dog here. The banner actually isn't that bad. I was expecting something more obnoxious. I know, me too. So that's why it's my pleasure to officially christen this the Brooklyn Von Braun Gymnasium for Athletic Excellence. Isn't it amazing? I want to thank the school board for cutting the music program to help fund this. Totally worth it. I'm confused. Did she go to space before or after she was Pope? I think I'm gonna throw up. Aim towards the mural, if you can. Na, das ist ja schon mal wunderschön geworden hier, das, obwohl das, das Banner echt nicht schlecht geworden ist. Ist halt nur ein bisschen überheblich. Oh, I can't believe we got totally upstaged and embarrassed by Brooklyn. Not much has changed. I know. We've come a long way, but it still feels like we're the same losers who used to sit at this table back in high school. At least my parents didn't show up and make a scene. Hey, I was thinking, maybe I should try to track down my real parents. They sent that letter back in high school, so maybe there's still hope with them. I've actually been meaning to talk to you about that letter. What about it? Sorry. Anyway. It's an Orlando number. Take it. Hello? Hi, Sarah. Yeah, it's a good time to talk. It's Sarah Amato from NXT. Oh. I got your number from X-Pac. He saw you on a show in LA a couple years ago and said you were great. Oh, yeah, that was the same night he put my friend in a diaper. What? Never mind, had to be there. Anyways, the reason I'm calling is to see if you'd like to compete in the third annual Mae Young Classic. What? Hello, are you there? Hello? I'm here. And I'm in for the Mae Young Classic. Yes. Great. We'll be in touch soon with travel arrangements. And congratulations. Being included in this tournament is a huge accomplishment. Thank you. We'll talk soon. Bye. Bye. Oh! Are you serious? Maybe this night wasn't so bad after all. I know! After I missed out on the first Mae Young Classic and then didn't hear anything last year, I thought I'd never get another shot, but it's happening, and I'm not going to settle for just being included. I'm gonna win the whole damn thing. Oh, I know you will. We should celebrate. By throwing rocks at Brooklyn's stupid face. That might be a bit extreme. I mean, what size rocks are we talking? I meant her face on the sign coming into town. Oh. Yeah, yeah, that seems slightly more reasonable. Hey, what did you want to tell me about the letter? Oh, never mind. It's not important. Besides, there's a sign that needs vandalizing, remember? True. I'll go round up some good throwing rocks.
That's a great idea. I'll meet you at the car in a minute. Cool. Whoa, that's a shock. He's always wanted to meet his birth parents, and now that we know what happened, what are we gonna say when he asks about them? I really don't think he can handle the truth that they're dead. Do you? No. No, it would crush him. But what's the alternative, honey? Just let him believe they're still out there somewhere and they don't care enough to ever contact him? I don't know. I wish there was a way to keep his hope alive, but not hurt him. Me too. You've probably asked yourself a million times, why? Why didn't they want to be my parents? The truth is, we did. But we had to make the hardest decision of our lives because we didn't feel we could give you the life you deserved. And that life is one where you can have the freedom to follow your dreams, no matter what they might be. To become anything you want. We'll find you someday. Love always, Mom and Dad. Please, don't tell him our secret about the letter. It's not going to help anything. Du hast den also geschrieben, aha. Hey, you coming or what? Yeah, sorry. Let's do this! Na ja, irgendwann muss es ja doch mal raus. Okay, neues Level erreicht, sehr schön. Immer noch Rookie. So, was haben wir denn hier alles freigeschaltet? Na doch, zumindest mal ein bisschen was. Ja, das sieht jetzt aber schon eher nach einer WWE-Veranstaltung aus. Take that! Oh, nice! Yeah! Okay, ich lese gerade mal noch ein bisschen Nachrichten. Take that, Brooklyn! Boom! So. Hey, bro. Good matchup there tonight. Just wanted to let you know that I think you and your friend made the right call, not signing with Baron. I really rocked her with that one. In the long run, it's gonna save you a lot of headaches and money. Oh, speaking of saving money, I just happen to be selling two slightly used jet skis for a price that will knock your socks off. Which is perfect, because you wear socks when they're on a jet ski. Anyway, let me know if you're in, and I'll deliver them to you no extra cost. On a trailer. Not like I'd show up driving him on the water. I mean, unless you live near a dock, then maybe I could Do that. With that one. You know what? We'll figure that out later. Oh, one more thing. I just started a podcast with Mutz. Take that. You know, my super successful WWE superstar best friend. Yeah. Anyway, you can check out the pod while you're working out Boom. That's a catchphrase for the show that we've been workshopping. Honestly, I think we nailed it. Let me know about the personal watercrafts. Later. I really rocked her with that one. die sind da am... Ja. Schmeißen halt Zeug gegen die Wand. Oder gegen das Schild. Nice. Yeah. So, Josie... That, Brooklyn. Ja, fuck dich heute Abend zu treffen. Hatte ganz vergessen... dass dir von Calgary noch ein Abendessen schuldet. Vielleicht nächstes Mal? Ich hoff's doch mal. Meine Liebe, ich hoff's doch mal. Danke für die Tickets. Du brauchst wahrscheinlich keine Mathehilfe, Nachhilfe mehr, aber du hast was gut. Okay. Well, we never heard back from you about coming to your show, so I think we got the message loud and clear that you don't want us around. Or at least I did. I had to practically restrain your mother from going down to the high school. Anyway, if space was what you wanted, well, you got it. We won't bother you anymore. But the door will always be open if you want to work things out. And I hope that happens. So, bye for now and take good luck. Nice. Yeah. Alles klar, ja, die sind, ja, hat man doch gemerkt, dass die unglaublich erwachsen sind, die beiden. Take that, Brooklyn. Boom. So,
Pam, wie sieht's bei dir aus? Hast du neue Nachrichten gekriegt? I really rocked her with that one. Ja. Take that. Nice. Yeah. Baron Blade here. Just wanted to let you know my BCW contract offer still stands. Take that, Brooklyn. I mean, boom. We might have to come down a bit on your pay, considering you lost tonight. But don't worry, I'll still take care of you and your friend. Oh, and I hope you don't mind, but I gave really your number to that Brooklyn that Von Braun. Nice girl. Anyway, call me back when you're ready to make the best decision of your life. That. Okay, mal gespannt, was das jetzt wird. Nice. Yeah. Hey, X-Pack hat noch geschrieben, Sarah wollte eine Nummer für das Mayan Classic. Ich nehme an, du hast angenommen. Freue mich für dich. Take that, Brooklyn. Boom. Eben ist mir eingefallen, dass Sarah dich vielleicht noch gar nicht angerufen hast. Mist, ich wollte die Überraschung nicht verderben. Gutes Match, bis Brooklyn eingegriffen hat. Ich hoffe, du bist nicht sauer. Ich muss eben gewinnen, egal wie. So. Megan, so cool, dich im Ring zu sehen. Schade, dass du keine Zeit hattest. Wrestling ist toll, aber vergiss deine Freunde und Familie hier nicht. Lass mal von dir hören. Nice. Yeah. Yeah, yeah. Hey, got your number from some creepy old guy at Take the event. That, Brooklyn. I think he said his name was Baron Blaze. Doesn't matter. I just wanted to say it was so great reconnecting with you two tonight. I thought we'd have a chance to catch up some more after my speech, but I couldn't find you anywhere. Really maybe you were at the school counselor's office getting some therapy after your loss. And by the way, did I distract you? My bad. Take that. Anyway. I'd invite you to come to, you know, one of my fights, but I really don't think you can afford it. I mean, I'd give you free tickets, but A, I don't like you, and B, you'd probably just sell them for a lifetime supply of cheese puffs or whatever poor people food you're surviving on these days. Well, I'm off to train in Vegas for my next fight. We'll be in touch, hothead! Sehr nett. Sehr, sehr nett. Take that! Nice. So, dann würde ich mal sagen, wir holen noch ein paar bei dir hatten wir, glaube ich, noch ein paar Sachen, die ich mir mitnehmen wollte beim nächsten Mal. Wo waren das nochmal? Richtung Autofinisher bestimmt nicht. Catching Finisher klingt aber gut. Ich glaube, das schnappe ich mir mal noch. So, den Eckangriff können wir vielleicht noch mitnehmen. So, Super Dropkick. Ja. Reicht ja gerade noch. Sehr schön, es wird ja. So, und dann können wir unseren Peacemaker noch ein bisschen skillen. Und dann schauen wir mal weiter. Take that! Nice! Yeah! So, ich glaube, dann war es, glaube ich, bei dir, wo ich die Sachen freigelegt hatte oder angegangen bin. Ja, genau. So. Obwohl das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht klingt. Genau, ein bisschen mehr in Pinbefreiung und nehmen wir den Superflex noch mit. Sehr gut. Take that. Alles klar, dann
wird es langsam doch mal Zeit, dass wir gehen, bevor die Polizei kommt. Man weiß ja nie.